Er gehörte zu Südtirols bekanntesten Volksschauspielern, Kustl Untersulzner. Am 9. November ist er in Bozen verstorben. Der Theaterpionier wirkte in über 800 Aufführungen mit. Er stand ganze 62 Jahre auf der Bühne. 28 Jahre lang war er Obmann der Volksbühne Bozen. Der Volksschauspieler war bekannt für seine humorvollen Auftritte. Er galt als Stimmungskanone und als Garant für einen lustigen Theaterabend. Sein bloßes Erscheinungsbild sorgte für Lacher im Publikum. Als er in der Silvesternacht 2007 bei einem Brandunfall schwer verletzt wurde, musste Untersulzner das Theaterspielen aufgeben. Kustl Untersulzner wurde 83 Jahre alt.